Andacht vom 14.09.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Johannes 6. Wenn ich morgens aufwache, verbringe ich gern Zeit mit Jesus. Auch heute ging ich dann zu meiner täglichen Bibellese. Der Heilige Geist bat mich, Johannes 6 zu lesen. Ich las es in der Passion-Bibel. Ich benutze die Passion-Übersetzung gern für meine Bibellese. Fürs Bibelstudium ist sie nicht geeignet. Wie ihr bereits wisst, ist Johannes 6 eines meiner Lieblingskapitel in der ganzen Bibel. Ich habe schon so reiche Nahrung daraus gezogen. Ich las also in der Passion-Übersetzung Johannes 6. Ich fand eigentlich nichts Neues, war aber glücklich darüber, dass Gott zu mir spricht. Jesus sprach hier zu den Menschen, es waren sehr viele Leute um ihn herum. Er sah die Menschen, die keine Nahrung dabei hatten. Etwas, was mich immer berührt, ist Vers 6. Im Vers zuvor fragt Jesus den Philippus, wo man so viel Brot kaufen könnte, dass hier alle satt werden. Dann steht da, dass Jesus Philippus mit dieser Frage prüfen wollte. Das griechische Wort für prüfen lässt sich nicht wirklich übersetzen. Es heißt eigentlich, dass ein elastisches Gymnastikband so weit gezogen wird, bis es fast reißt. Auf den Glauben bezogen handelt es sich um eine starke Prüfung. Jesus tut Dinge wirklich bewusst, um unser Herz zu prüfen. Jesus wusste, was Philippus tun würde. Überlegt, da ist Jesus, da sind eine Menge Leute und Jesus weiß, dass er in ein paar Minuten Brot und Fisch teilen würde und alle würden satt werden. Warum fragt er Philippus so? Er fragt so, um sein Herz zu prüfen. Ich sage euch etwas sehr Wichtiges. Es ist wesentlich für Jesus, was ihr im Herzen habt. Dein Herz ist für Jesus viel wichtiger als vieles andere in deinem Leben. Denn durch dein Herz fließt der Strom des Lebens. Wenn also Unglaube in deinem Herzen ist, wirst du etwas sagen oder tun, was den Unglauben ausdrückt. Die Herzen der Jünger wurden also offenbart, dann geschah das Wunder. Aber sie lernten ihre Lektion daraus nicht. Was würde geschehen, wenn wir immer, wenn uns unser Herz offenbart wird, sagen würden, Jesus, was willst du mir beibringen? Jesus stellte diese Frage, weil er etwas bezweckte. Wir müssen das immer fragen, Herr, in allem, was gerade vor sich geht, prüfst du mein Herz? Die Zukunft basiert auf deinem Herzen. Die Zukunft hängt nicht von dem ab, was Gott in deinem Leben tut. Dein Leben hängt von nichts ab, was Gott tut. Das Kreuz hat alles vollbracht. Wenn das Kreuz genug ist, wenn alles, was Gott für mich hat, schon da ist, warum warten wir darauf, dass Gott etwas tut? Wir sind geschaffen zu guten Werken, die für uns vorbereitet wurden. Ab dem Tag, wo ich mich bekehrt habe, ist jedes Werk vorbereitet für mich. Ich bin geschaffen von Gott zu guten Werken, die auch vorbereitet sind. Wenn alles, was Gott tun wird, schon in Existenz ist, warum muss ich dann Gott bitten, etwas für mich zu tun? Ich brauche nicht Gott. Es hängt von meinem Herzen ab. Bitte, bittet Jesus, dass er Dinge sagt und tut, die euch euer Herz offenbaren. Ich saß heute früh mit Jesus da und betete, Jesus, bitte offenbare mir jeden Tag mein Herz. Wenn alles, was mich dich verfehlen lässt, mein Herz ist, bitte zeige es mir. Denn wenn ich es nicht sehe, kann ich es nicht verändern. Also habe ich nötig, es zu sehen.
Jesus, bitte lass nichts verborgen in meinem Herzen. Was war die Antwort von Philippus? Die Beschen-Übersetzung beschreibt: Ich denke, wenn wir jedem nur einen Snack geben wollten, müssten wir tausende Dollars ausgeben. Wenn du eine weise Person bist, und ich bin überzeugt, dass du das bist, wenn du hier sitzt und etwas von Jesus lernen willst, also wenn du eine weise Person bist, bete jeden Tag: Jesus, bitte mach jeden Tag Dinge, durch die mein Herz offenbart wird und ich lerne. Jede Versorgung, die du brauchst, ist schon da. Jedes Werk, das du tun sollst, ist schon da. Nun kannst du in dem laufen, was Jesus schon bereitet hat. Wir gehen zu Vers 11. Jesus nahm Brot und Fisch und vermehrte es. Jeder aß und wurde satt. Eines Tages zeigte mir der Herr, dass wir so viel erhalten, wie wir wollen. Hier steht, jeder bekam so viel, wie er wollte. Du hast nicht so viel, wie Gott dir geben will. Das ist eine falsche Einstellung. Römer 8,32. Er, der seinen Sohn nicht verschonte, wird er uns mit ihm nicht alles geben? Alles. Er machte Jesus zum Erben von allem. In Jesus haben wir alles. Du hast nie so viel, wie Gott dir gibt, sondern so viel, wie du willst. Bitte krieg das in dein Herz. Es gibt nichts mehr, was Gott dazugeben müsste. Es ist alles dein. Du musst nicht mehr dazu bitten von Gott. Die Beschen-Übersetzung sagt, die Nahrung vermehrte sich. Jesus vermehrte das Essen nicht und gab es dann weiter. Wir haben die seltsame Idee, dass Jesus die Nahrung vermehrte und dann weitergab. Was tat Jesus? Er nahm die 5 Brote, aber wenn er die ganzen Brote an seine Jünger weitergegeben hätte, wer von den 12 hätte 1 der 5 Brote bekommen? Deshalb denke ich, teilte er das Brot in Stücke, damit jeder von den 12 etwas in der Hand hatte und davon verteilen konnte. Mehr tat Jesus nicht. Jesus sagte nicht, ich vermehre, ihr verteilt. Er gab jedem Jünger etwas Brot und Fisch in die Hand und sagte, gebt Tausenden zu essen. Er sagte, gebt jedem so viel, wie er will. Im natürlichen Leben denken wir, hey, dann ist doch beim ersten alles zu Ende. Ich gebe euch ein wichtiges Prinzip weiter. Was du in einem normalen Leben benutzt, wirst du haben. Jemand sagte, der Herr sagte vor 20 Jahren zu mir, Punkti, Punkti, Punkti. Also ich möchte nicht, dass jemand bei Brazilian Kids Care arbeitet, der 20 Jahre lang nichts getan hat. Das ist purer Unglaube, wenn du 20 Jahre lang nichts getan hast. Lerne diese einfache Botschaft. Nur wenn du hinausgehst im Glauben, wirst du Vermehrung erfahren. Du wirst sonst nie Vermehrung erleben. Multiplikation geschieht nicht, indem du zu Hause sitzt und deine Bibel liest und Jesus lobst und ehrst. Vermehrung geschieht dann, wenn du das benutzt, was du hast. Ich spüre einen heiligen Zorn in mir, der sagt, dass wir für die Menschen leben müssen mit dem, was wir haben. Wir sollen nicht warten, bis es mehr ist. So geschieht nichts. Die Jünger sagten nicht, wir geben erst, wenn wir genug haben. Die Menschen hätten gehungert. Wie war es 2014? Ich sah das Leid der Kinder in Brasilien. Ich wollte die Hälfte meiner Kleidung verkaufen, um diesen Kindern zu helfen. Aber ich habe nicht viel Kleidung. Dann fragte ich bei den Gemeinden in der ärmsten Gegend von Brasilien an,
Wenn ich euch Geld gebe, dass ihr ein Heim für diese Kinder baut, werdet ihr diese Kinder versorgen? Sie antworteten ja. Ich hatte sehr wenig, aber was ich hatte, gab ich. Wenn ich heimgegangen wäre und gewartet hätte, bis genug Geld zusammen ist, hätten wir bis heute kein einziges Waisenhaus. Zu Hause sitzen und um Weisung bitten funktioniert nicht. Ein Schiff, das im Hafen liegt, braucht keinen Leuchtturm und keinen Lotsen. Du musst dich bewegen, dann wirst du Weisung erhalten. Wenn du dir wünschst, dass sich in deinem Haus eine Gemeinde trifft, darfst du nicht darauf warten, sonst wirst du immer noch keine Hauskirche haben, wenn Jesus wiederkommt. Was musst du tun? Du musst lernen zu verstehen. Bewege dich im wahren Glauben, nicht in einer Annahme von etwas, das ist kein biblischer Glaube. Wahrer biblischer Glaube beruht auf dem Willen des guten Vaters, der in der Bibel beschrieben ist. Wollte Gott, dass die Menschen hungern? Nein. Doch es ist ganz klar, die Vermehrung fand erst statt, als die Jünger gehorchten und handelten. Du wirst die Vermehrung nicht erleben, solange du nicht handelst. Das ist so wunderbar. Noch etwas. Bei Jesus gibt es keine Begrenzung. Jesus befahl seinen Jüngern, sie sollten vermehren. Sie sollten jedem geben, was er will. Stell dir vor, du kommst zu mir mit einem Stückchen Brot und einem bisschen Fisch in deiner Hand. Du sagst, bitte bediene dich, nimm so viel du willst. Ich handle nicht im Glauben, wenn ich mir nur ein kleines Stückchen davon abbreche. Aber wenn ich alles nehme, wirst du es vermehren können. Gott hat nie Begrenzungen für dich geplant. Nie, nie, nie. Es gibt nur zwei Begrenzungen in der Bibel. Erstens, du sollst nichts tun, was du nicht tun sollst, also was die Bibel verbietet. Und zweitens, unsere falschen Herzensüberzeugungen. Die zweite Begrenzung ist dein Herz, was es glaubt. Zum Beispiel, was sagt die Bibel zur Interaktion mit Engeln? Bete sie nicht an. Wie also kannst du mit ihnen interagieren? So wie dein Herz es glaubt. Du glaubst es in deinem Herzen, du sprichst mit ihnen. Es ist so einfach. Ich gebe dir einen Schlüssel. Die Währung in der geistigen Welt ist Glaube. Die Engel leben in der geistigen Welt, die sich durch Glauben bewegt. Die Engel sind dazu bestimmt, dir zu helfen, dass du deine Lebensaufgabe erfüllst. Die Engel sind also jetzt um dich herum. Der Engel lebt in der geistigen Welt und sieht deinen Glauben. Nur daraufhin handelt er. Die Engel sehen, was in deinem Herzen vor sich geht. Sie sehen deinen Unglauben oder Glauben. Der Vater hat ihnen nicht erlaubt, etwas außerhalb von Glauben zu tun. Alles in der geistigen Welt geht über Glauben. Wenn du Vermehrung erleben willst, hör auf, zu Hause zu sitzen und Gott um Vermehrung oder um Versorgung zu bitten. So wirst du es nicht erleben. Jesus hat alles vorbereitet. Du musst die Vermehrung leben. Die Vermehrung hat mit dir zu tun. Wir gehen zu Vers 15. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Das ist etwas, was Gott mir schon zeigte, als ich in meinen späten Zwanzigern war. Die Kraft Gottes offenbarte sich in einem wirklich großen Wunder. Fünf Brote nährten tausende Menschen. Die Leute wollen immer einen Helden haben und ihn feiern. Die Menschen wollten Jesus zu ihrem König machen, denn er hatte ihre Probleme gelöst. Jesus zog sich zurück.
Das müssen wir lernen. Wir müssen in einem solchen Moment herausgehen aus dieser Situation und Zeit alleine mit Jesus verbringen. Es gab Konferenzen, wo Jesus mich so außergewöhnlich benutzte, dass selbst ich geschockt war. Ich konnte nicht einmal körperlich weggehen, so schloss ich mein Herz nach außen hin ab, innen drin war nur Jesus. Ehre ist wie Smog. Sie vergiftet das Herz, wenn sie hineinkommt. Denkt mit, wir werden von Jesus benutzt. Und die Menschen sind so unmündig, dass sie denken, wir hätten die Kraft Gottes in uns. Sie wollen uns zu ihrem Helden machen. In solchen Momenten müssen wir zu Jesus gehen. Jesus, ich bin nicht der König, ich bin ein Diener. Danke, Jesus, für das, was du getan hast. Wenn wir menschliches Lob in unsere Herzen hineinlassen, werden wir überheblich. Tut das nicht. Ich gebe euch noch einen goldenen Schlüssel. Wenn wir ein Problem haben, gehen wir damit zu Gott. Stimmt's? Wir beten, wir verbringen Zeit mit Gott, wir beten noch mehr und so weiter. Nein, das Problem ist am Kreuz schon erledigt und vollbracht. Im Moment unserer größten Siege müssen wir zu Jesus gehen. Jesus, es ist alles dein. Meine Freunde, wenn wir verstehen lernen, dass alles von Jesus kommt, wenn man uns feiern will, dann müssen wir an einen ruhigen Ort gehen und Jesus danken. Lasst euch nie zum Helden für die Menschen machen. Ich sah schon vieles, was Jesus durch mich tat. Ich liebe das. Es gibt keine Begrenzungen, wenn wir im Übernatürlichen leben. Doch Jesus ging alleine weg, ohne seine Jünger. Es gibt Orte, wo wir alleine sein müssen mit Jesus. Keine Ehefrau, keine Kinder, keine Freunde. Jesus ging alleine in die Berge und blieb beim Vater. Nimm niemanden mit dorthin. Er geht den Berg hinauf. Und unten warten tausende Menschen. Aber er kommt bis zum Abend nicht zurück. Die Jünger nehmen das Boot und fahren auf die andere Seite des Sees. In der Mitte des Sees kommt Wind auf, gegen den sie ankämpfen müssen. Schaut in Vers 21. Sie sind etwa 2 Kilometer von der anderen Seite entfernt. Sie sitzen in einem Ruderboot. Es dauert, bis man mit einem Ruderboot das andere Ufer erreicht. Doch in dem Moment, wo Jesus kommt, ist das Boot sofort auf der anderen Seite. Jesus sagt, wir werden größere Werke tun als er. Wenn er ein Boot und 12 Jünger sofort auf die andere Seite bringt, in weniger als 2 Sekunden, warum leben wir dann immer noch mit Begrenzungen? Überlegt euch das. Ich kann mir die Gesichter der Jünger vorstellen. Wie ging denn das? Wenn ihr in enger Beziehung zu Jesus lebt, werdet ihr immer da sein, wo ihr sein sollt. Auch wenn dazu eine übernatürliche Transportmöglichkeit nötig ist. Lasst uns im übernatürlichen Leben und die Begrenzungen hassen. Amen.